Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch ein neues Sixpack-Workout mit dem Fokus auf den unteren Bauch, der gerade ja bei vielen ein bisschen so die Problemzone ist. Also wir trainieren heute richtig schön die gerade Bauchmuskulatur. Wir fokussieren uns auf den unteren Bereich. Ich habe richtig schöne, intensive Übungen für euch mitgebracht, damit wir einen schönen, starken, definierten Bauch aufbauen können. Und ganz wichtig, gerade wenn es um den unteren Bauch, um das untere Bauchfett geht, geht es natürlich auch ganz stark um den Körperfettanteil. Und natürlich kann man dann nicht die Ernährung außen vor lassen. Also schaut gerne mal, wenn ihr irgendwelche Tipps, Abnehmtipps, Ernährungstipps, Rezepte, What I Eat und so weiter braucht, in meiner Ernährungsplaylist vorbei. Aber heute steht der Trainingspart am Plan, damit wir den Bauch richtig schön zum Brennen und zum Aufbauen bringen. Also schmeiße ich jetzt in eure Sportsachen, auf eure Matte. Ihr findet mein Equipment und meinen Rabattcode und so weiter immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ganz viel Spaß jetzt und let's go. Die Haare sind zusammengemacht. Jetzt kann es richtig losgehen. Wie immer ist jetzt keine Übung doppelt. Wir machen 40 Sekunden die Übung und eine 10 Sekunden Pause gibt es für euch. Da zeige ich euch die nächste Übung. Wir starten los mit der Reverse Crunch. Einfach schön aus dem Bauch hochgehen und eine Grätsche unten machen. Nicht ablegen. Wieder hochkommen, Füße, Beine ausstrecken, Grätsche. Wenden. Wir machen Mountain Climbers. Ich glaube, die kennen wir alle. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und ziehen jetzt schnell die Beine zum Körper. Nicht zu hoch sein, auch nicht durchhängen. Los geht's. Wir rollen uns jetzt in die Mitte ein. Das heißt, mit den Beinen aus dem Bauch richtig schön zum Körper ziehen. Und auch hier wieder Beine nicht dazwischen irgendwie ablegen. Richtig die Spannung im Bauch halten. Nochmal das gleiche, nur abwechselnd nach links und nach rechts einrollen. Sieht so aus, einmal zur rechten Schulter ziehen und einmal zur linken Schulter ziehen. Sehr gut, einmal kurz ablegen, kurz ein bisschen auslockern und wir machen weiter mit dem Seestern. Wir strecken alles weg und kommen nach oben. Oben halten, Bauch anspannen und wieder ausstrecken. Auch hier wieder nicht ablegen. Thank you.
Zeit wirklich richtig nochmal hochkommen, oben halten kurz. Wow, also bei mir brennt es schon schön. Wir geben jetzt die Beine ausgestreckt nach oben und abwechselnd ziehen wir jetzt ein Bein zum Körper und das andere Bein. Geht schon wieder los. Also genau gleich, nur dass wir das jetzt ganz kontrolliert und langsam ausführen und uns gleichzeitig richtig schön eindrehen. Also wirklich schön das Knie zum Ellbogen geben. Wegstrecken und halten. Halten, halten, halten. Wie es euch geht, brennt euer Bauch auch so sehr, weil ich spüre es richtig hier im unteren Bauch. Mega. Ich freue mich auch wie immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, auch gerne Videowünsche und so weiter rein in die Kommentare. Ich lese mir mal alles durch und dann vergesst jetzt nicht noch meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal schon wieder. Ciao!